Hallo, ich bin der Adrian, ich bin 20 Jahre alt und ja, warum gebe ich heute dieses Interview? Ich will heute eigentlich nur Gott die Ehre geben und ihn wirklich preisen, dass er ja, durch viele Fakten und durch viele Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, einfach in mein Leben eingetreten ist, also wirklich konkret in mein Leben eingetreten ist, und dafür bin ich ihm sehr dankbar. So, erstmal zu meinem Hintergrund. Ich bin aus Polen. Ich bin mit 4 Jahren wurde ich adoptiert von meinen jetzigen Eltern. Ich bin dann mit 4 Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen. Ich lebe jetzt hier schon 16 Jahre. Und ja, ich bin eigentlich in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe immer die Liebe meiner Eltern sehr gespürt und spüre ich immer noch. Und ich habe eine schöne Kindheit immer gehabt. Genau. Und was ist passiert? Also ich würde sagen, meine Geschichte ist so gelaufen, dass ich war jetzt mal in der Realschule, und da war ich war 16, glaube ich, habe meinen mittleren Reifeabschluss gemacht. Und dann kurz vor den Abschlussprüfungen, das war im, ich glaube, das war im Mai oder April, gab es einen Gemeinschaftstag von den neokatechumenalen Itineranten in Porto San Giorgio, also in Italien. Und da waren auch die Initiatoren, also war auch dabei Kiko Arguello. Und meine Eltern wurden eingeladen zu diesem Treffen. Und eine andere Familie, auch aus Deutschland, war dort, auch in Porto San Giorgio, haben Urlaub gemacht. Und meine Eltern haben mich und meinen Bruder damals mitgenommen, und wir waren bei dieser Familie für das Wochenende und haben mit ihnen Urlaub gemacht, und meine Eltern waren auf diesem Gemeinschaftstag mit Kiko. Und dann gab es eine Eucharistie am Sonntag, war das war der Abschluss dieses Gemeinschaftstages, und meine Eltern haben gesagt, okay, dann unsere 2 Söhne nehmen wir auch mit zu dieser Eucharistie. Und ich und mein Bruder, wir beide waren dann bei diesem Gemeinschaftstag, und nach dieser Eucharistie, mein Vater hat dann gesagt, okay, komm, wir gehen, also er hat mich und mein Bruder hat er genommen, und komm, wir gehen zu Kiko, und wir sagen ihm, wir danken ihm, dass er hat uns unsere Kinder gegeben, dass wir hatten keine Kinder und jetzt haben wir welche adoptiert. Und genau. Und dann sind wir zu Kiko gegangen, und mein Vater kann Italienisch sprechen, und er hat ihm das gesagt. Und Kiko eigentlich, er hat bei den anderen Menschen eigentlich immer gesagt, dass er hat nicht viel erzählt. Das waren viele Leute wollten mit ihm reden, viele wollten ein Foto machen, kurz. Er hatte nicht so viel Zeit und so. Und da war wirklich eine große Menschenmenge. Und mein Vater ist dann nach vorne zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, ja, hier sind meine 2 Söhne, das ist ein Wunder, wir sind aus Deutschland und auf dem Weg, und genau, wir wollten danken für die Geschichte. Und Kiko hat auf einmal, hat er zu mir gesagt, er ist stehen geblieben, und auf Italienisch sagt er zu mir, ich kann kein Italienisch, aber ein Priester ist auf einmal so fett hergekommen und hat mir übersetzt auf Deutsch und hat dann gesagt, wenn du Christus nachfolgst, hast du das Leben. Wenn du der Welt nachfolgst, hast du den Tod. Und nur die 2 Sachen kannst du wählen. Es gibt keinen Mittelweg. Und das hat er zu mir gesagt. Ich weiß, ich habe das damals noch nicht verstanden. Ich wusste nicht, warum sagt er mir das? Warum ist das wichtig für mich? Ich habe es nicht verstanden. Und ja, alle haben sich gewundert, hey, was hat er zu dir gesagt und so weiter. Und dann habe ich auch gesagt, ja, dass diese Sache. Und ich wusste selber nicht, warum er Sache zu mir gesagt hat. Aber am Ende, genau, wie ist die Geschichte weitergegangen? Die Geschichte ist weitergegangen, dass ich bin dann nach Deutschland, habe da meine mittlere Reife gemacht, und dann bin ich auf eine weiterführende Schule, also auf die Voss-Fachoberschule gegangen, habe ich dort mein Abitur gemacht. Und dann mit 18, also dann in meinem Abiturjahr, wo ich 18 geworden bin, dachte ich mir, okay, jetzt ich bin 18 Jahre alt, ich kann mir selber das Leben sozusagen geben. So, ich bin 18, ich bin volljährig. Ich kann eigentlich mein Leben selber in die Hand nehmen. Und ja, ich habe das Leben und das Glück habe ich in der Welt gesucht.
Ich habe viele toxische Beziehungen gehabt mit Mädchen, die nicht richtig waren, die nicht gut waren. Ich habe auch bin in Kontakt gekommen mit Drogen und ich habe gesehen, dass ich gemerkt, mein Leben habe ich nicht mehr im Griff. Also immer mehr bin ich sozusagen abgerutscht. Und ich habe angefangen auch zu lügen. Ich habe angefangen sehr oft meine Eltern auch, ich habe ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe gesehen, ich habe mich immer mehr verstrickt in Lügereien, in Schwierigkeiten. Ich habe mich verschlossen. Ich habe mit niemandem geredet. Wir waren Rebellion gegen, ich weiß es nicht, gegen die Geschichte, die Gott will mit mir machen, gegen die Situation. Ich weiß es nicht. Und ich wollte einfach fliehen. Ich wollte fliehen und ich wollte mir das Leben sozusagen in der Welt suchen. Und aber Gott hat so eine große Liebe zu mir, mir gezeigt und hat mich einfach aus dieser Situation, wo ich war, ich kann mich noch erinnern, das war im Winter 2018 und ich weiß noch, wo ich war, oder 2019 sogar, 2019, Winter 2019. Und ich weiß, ich hab eigentlich auch nie davor, meine Eltern haben mir gesagt, hey, wenn du kurz vorm Schlafen gehst, dann bete nochmal oder so. Ich habe das nie ernst genommen, ich dachte mir auch, das bringt nichts, das ist vielleicht für andere gut, für mich selber, das macht nichts. Aber ich habe gemerkt, dass ich kann nicht mehr so weiterleben, wie ich davor gelebt habe. Ich kann einfach nicht mehr. Und ich habe mich hingekniet und in meinem Zimmer, und ich habe so eine Ikone von Kiko, hat so eine Ikone, habe ich von Kiko in meinem Zimmer und da ist Jesus abgebildet und noch zwei andere Jünger neben ihm und ich habe zu dieser Ikone, ich habe gebetet, aber ich habe wirklich mich hingekniet, ich habe gesagt, Herr, wenn du wirklich da bist, wenn du existierst, dann helfe mir aus dieser Situation, ich kann nicht mehr so weiterleben, ich habe auch geweint, ich konnte nicht mehr, ich habe mir wirklich, war am Ende meiner Kräfte, ich wollte dieses alte Leben, was ich davor geführt habe, wollte ich hinter mich lassen, aber ich wusste, von mir alleine schaffe ich das nicht, ich alleine schaffe das nicht, ich brauche seine Hilfe. Und was ist passiert? Nach diesem Gebet, am nächsten Tag, durch Fakten, meine Eltern wussten nicht, dass ich diese Sache mit Drogen und so weiter, ich habe das immer verheimlicht. Was passiert? Gott hat erlaubt, dass in der Schule, ich wurde erwischt, wo ich habe Gras geraucht und natürlich in der Schule, die haben sofort meine Eltern dann angerufen und ich bin da nach Hause gekommen und es ist alles rausgekommen. Ich habe das erste Mal meinen Eltern wirklich alles erzählt, was in mir war, was passiert ist, was die ganze Zeit, ich habe ein Doppelleben geführt. Einerseits bin ich in die Kirche gegangen mit meinen Eltern, andererseits aber habe ich komplett ein anderes Leben geführt. Und das ist aufgedeckt worden. Und in der Bibel steht auch, dass wenn, es muss Licht in die Dunkelheit gelangen, damit man umkehrt, damit du umkehren kannst. Und das ist wirklich in diesem Moment das Licht in mein Leben hineingekommen. Also ich habe wirklich ab dem Moment, habe ich angefangen, in der Wahrheit zu leben. Und ich habe gesehen, dass durch die Hilfe der Gemeinschaft, die ich dann bekommen habe, durch meine Eltern, die mir zur Seite gestanden haben, die mich unterstützt haben, habe ich so eine Liebe erfahren, weil ich dachte auch, dass wie kann ich weiterhin so leben nach diesen ganzen Sachen oder wie, ich habe mich gefühlt, dass ich stehe in der Schuld meiner Eltern irgendwie, ich muss ihnen das irgendwie wieder gut machen. Aber ich habe gemerkt, dass Gott, er weiß, ich bin eine Katastrophe, er weiß, ich bin ein Sünder, aber ihm ist das am Ende, mir ist das egal, er will einfach nur, dass ich umkehre, dass ich sozusagen wieder auf ihn, eine Beziehung wieder mit ihm führen will und führen kann. Und das hat mein Leben komplett geändert. Danach, ich habe den Weg auch richtig gemacht, ich bin in die Gemeinschaft gegangen und ich sehe jetzt wirklich, wenn ich jetzt, ich höre ein Wort in der Lesung oder in der Eucharistie,
dann wirklich, das spricht mich an, das spricht mich an. Ich sehe mich selber dann in dem Wort, ich erkenne mich wieder und ich sehe einfach, dass das Leben mit Jesus Christus, mit Gott, ist einfach viel schöner als ohne ihn. Und ja, und es gab noch eine Erfahrung, die war wirklich sehr, sehr stark, wo ich kann sagen, okay, das wirklich, das kann mir niemand mehr nehmen, dass das ist wirklich von Jesus Christus, von Gott ist das passiert. Das war ungefähr vor 2,5 Wochen, da, also meine Freundin, die habe ich dann 2020 habe ich sie kennengelernt und wir hatten eine sehr schöne Zeit und haben noch immer eine sehr schöne Zeit miteinander. Aber ungefähr vor 2,5 Wochen hat sie gesagt, sie braucht eine Pause von der Beziehung. Und das hat mich so stark getroffen, dass ich war wirklich in dem Zeitpunkt, wo sie mir das gesagt hat, ich war am Boden zerstört, sage ich mal. Ich habe mich gefühlt, als ob hätte mir jemand den Boden unter den Füßen einfach weggezogen. Und ich habe mich so alleine gefühlt auf einmal. Ich war so traurig, ich habe Ängste, habe ich auf einmal bekommen, auch Zukunftsängste, wo ist auch vielleicht von meiner Geschichte her, dass ich bin adoptiert, das war 4 Jahre lang im Kinderheim, dass diese Angst einfach in mir, dieses Alleinsein, das ist so meine größte Angst, dass ich will nicht alleine bleiben, ich will nicht alleine sterben, das ist so. Und dadurch, dass ich diese Beziehung hatte mit diesem Mädchen, ich habe immer dieses, sie hat mir einfach Liebe gegeben und ich habe einfach gespürt, dass ich kann sein, wer ich bin und einfach, ich war glücklich so. Und dann, als ich diese Beziehungspause kam, ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich war wirklich sehr traurig. Was ist passiert? Es gab in der Nacht, ich weiß noch, da ich konnte nicht schlafen. Es war, ich weiß nicht, 12 oder 1 Uhr in der Nacht. Ich, die ganze Zeit mit meinen Gedanken, ich war bei diesem Mädchen. Ich wollte verstehen, warum sie hat diesen Schritt gemacht und ich habe mich geplagt mit meinen Gedanken. Ich habe gesehen, der Teufel attackiert mich. Er versucht mir zu sagen, dass das alles deine Geschichte, die bisher gelaufen ist, ist falsch. Es ist nicht richtig. Du musst dir wieder irgendwie das Leben suchen, wieder in anderen Sachen, in anderen Dingen, in den weltlichen Dingen. Und ich habe gemerkt, dass ich brauche Hilfe wirklich. Und ich habe 3 Sätze habe ich nur gesagt damals. Ich habe gesagt, Jesus Christus, bitte helfe mir. Jesus Christus, bitte helfe mir. Jesus Christus, bitte helfe mir. Und dann in dem Moment, als ich das 3. Mal Jesus Christus, bitte helfe mir gesagt habe, ich kann es nicht gut beschreiben, aber ich habe auf einmal hier auch so eine Wärme, so eine Liebe auf einmal gespürt. In meinem Leben habe ich sowas noch nie erfahren. Das war wirklich wie, mein Herz hat so gepocht, hat so geschlagen, so schnell, und ich habe auf einmal vor meinen Augen habe ich alle schönen Momente, die ich habe erlebt mit meiner Familie von meiner Adoption bis jetzt, habe ich vor meinen Augen auf einmal bekommen. Das war wie ein Film, bam, 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 bam. Und ich habe auf einmal so eine Liebe, so ein Glück verspürt, wie noch nie mein ganzes Leben. Und ich habe geweint und gleichzeitig habe ich gelacht. Ich lag in meinem Bett, ich habe gelacht einfach wie noch nie mein ganzes Leben. Das war so unglaublich. Und ich bin dann runtergegangen und ich habe meinen richtig guten Freund, den ich habe kennengelernt, den ich durfte kennenlernen. Und habe ich dann eine Sprachnachricht gemacht und habe ich ihm davon erzählt, weil er hat mir auch von so einer Erfahrung von ihm erzählt und ich wusste sofort, diese Erfahrung muss ich sofort mit ihm teilen. Und dann habe ich diese Sprachnachricht gemacht und das, was ich gerade erfahren habe und immer noch ist. Und ich habe währenddessen geweint und gelacht und das war einfach so unglaublich. Und danach bin ich wieder nach oben gegangen und ich habe mich hingelegt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen 42 Kilometer Marathon hinter mir. Ich war so kaputt und ich bin eingeschlafen. Ich habe geschlafen die ganze Nacht durch und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich habe gespürt, ich war so frei und so ruhig und ich wusste einfach, okay, diese Erfahrung hat mir so eine Kraft gegeben, dass egal, was die Zukunft bringt, egal, was das Leben für mich noch vorhat, Gottes Liebe ist größer als alle Ängste, die der Teufel dir gibt, als alles überhaupt,
auf dieser Welt, dass einfach nur ich glücklich bin, wenn ich wirklich ihm vertraue, wenn ich ihm wirklich ja, auch zulasse, dass er mich berührt. Wenn ich auch einfach ja sage. Und ja, das wollte ich euch erzählen von dieser Erfahrung. Und ich wirklich kann ich Gott loben und preisen, dass er ist anwesend in meinem Leben und auch in deinem Leben will er auch anwesend sein.